Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Bevor ich jetzt live gegangen bin, war ich erstmal vorm Spiegel und habe mir meine Freudetränen abgewischt und das Make-up nochmal zurechtgerückt, weil ja, heute sind schon zweimal bei mir Tränen geflossen und darüber möchte ich mit dir sprechen. Denn zum einen, hallo liebe Jeanette. Zum einen ist mir heute Morgen mal wieder bewusst geworden, meine Mission, meine eigene Mission. Ich meine, du bist hier in der Gruppe, du möchtest deinen Seelenplan entdecken. Und dabei unterstütze ich dich ja auch. Und mir ist heute Morgen nochmal so richtig bewusst geworden, durch mein eigenes Coaching, meine Mission, warum ich das hier alles mache. Weil das ist das, wofür ich brenne, was mir so am Herzen liegt und was mir manchmal so in der Seele oder auch im Herzen wehtut, wenn ich sehe, wie viele wunderbare Menschen, wie viele wunderbare Frauen wie du durchs Leben wandeln, wie hypnotisiert und sich ihrer wahren Größe und Stärke und sich einfach ihrer wahren Aufgabe nicht bewusst sind. Und was geschieht währenddessen? Das Leben zieht an dir vorbei. Und irgendwann merken wir, okay, der letzte Atemzug naht und dann denke ich, oder denken wir, hätte ich doch nur, dann ist es aber vorbei. Und das sind so die Dinge, weil ich einfach sehe, wie viel möglich ist, vor allem auch aufgrund meiner eigenen Entwicklung. Ich meine, nach 30 Jahren öffentlichen Dienst, Job gekündigt, durchgestartet, ein freies Leben, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann und auch für die Familie, für die Kinder uns kreiert und wenn ich sehe, wie frei wir leben und was da alles möglich ist und das nicht nur für uns, sondern das ist definitiv auch für dich möglich. Das ist das, wofür ich brenne, warum ich das alles hier mache und warum ich auch eben ja diese Gruppe hier gegründet habe, um dich da zu unterstützen und warum auch im zweiten Schritt die Akademie entstanden ist. Und das ist der Grund, warum ich heute zum zweiten Mal Freudetränen gerade eben vergossen habe, weil ich habe eine wunderbare Frau neu in der Akademie mit dabei, die schon gefühlt lange, hallo liebe Karin, gefühlt die letzten Jahrzehnte schon mit verbracht hat, ihren Lebensplan zu finden und wirklich das eine Ding zu entdecken, was der Grund ist, nach dem Tenor, den Satz, den ich immer gerne stelle, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und die ist seit der letzten Juliwoche, ich habe nochmal nachgeschaut, in meiner Akademie mit drin, wo sie mit mir zusammenarbeitet, wo sie die Anleitungen umgesetzt hat. Und jetzt, nach im Grunde genommen nur 3 Wochen, ich habe eben das Einzelcoaching mit ihr gehabt, steht ihr Seelenberuf, ihre Seelenaufgabe, hat sie Klarheit bekommen, wie es jetzt weitergeht, was das eine Ding ist, warum sie hier ist. Und jetzt geht es natürlich weiter in die anderen Schritte, den Seelenberuf weiter zu kreieren, weiter zu formen. Aber die Klarheit ist da. Warum teile ich das mit dir? Ich möchte dir damit einfach mal bewusst machen, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dir Hilfe holst, wenn du aufhörst, da rumzudümpeln und auch vielleicht um mich hier in der Gruppe rumzuschleichen und zu gucken, nehme ich Kontakt auf, hole ich mir Hilfe, hole ich mir keine oder vielleicht auch noch in deinem Kopf rumgeht, das ist alles viel zu teuer, ich kann mir das nicht erlauben. Hey, wie viel ist es denn wert, wenn du endlich mal deinen Seelenberuf hast, weißt, wozu du da bist und beginnst damit ein Mehrwert für andere Menschen zu sein, nach dem Motto, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt und du damit dir dein Leben gestaltest, so wie es wirklich zu dir passt, wie es zu deinem Herzen passt. Und wenn jetzt vielleicht in deinem Kopf vorgeht, das wollte ich auch noch gerne mit dir teilen, das ist vielleicht eine alleinstehende Frau, die sonst nichts anderes zu tun hat, als sich die letzten 3 Wochen darum zu kümmern, wie sie ihren Seelenberuf entdeckt, dann darf ich dir den Zahn auch ziehen. Die Frau hat Familie, die Frau hat Kinder, die hat eine 50-Stunden-Woche in ihrem jetzigen Job. Aber sie hat sich committed und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Ich hole mir jetzt endgültig die Anleitung. Ich bin's sowas von leid, weiter das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen. Ich will das alles nicht mehr so wie bisher. Ich ändere jetzt mein Leben in meinem Sinne, aber auch im Sinne von meiner Familie, von meinem Mann, für meine Kinder. Und jetzt nach nur 3 Wochen, trotzdem allem drumrum, trotz einer 50-Stunden-Woche im Job
hat sie jetzt nach so kurzer Zeit Klarheit, was ihre Seelenaufgabe ist, was ihr Seelenberuf ist. Und jetzt gehen wir gemeinsam in der Akademie die weiteren Schritte. Und das sind immer die Dinge, die mich so im Herzen berühren, die mir wirklich immer wieder Tränen in die Augen treiben. Und das wollte ich einfach mal mit dir teilen zu deiner Ermutigung. Das kannst du auch alles haben. Das kannst du auch alles haben, wenn du dich im allerersten Schritt dir bewusst machst oder es auch wirklich leid bist, so weiterzumachen wie bisher, wenn du dir bewusst machst, was dich das alles kostet, nämlich in erster Linie an Lebenszeit, die du nie wieder zurückdrehen kannst. Und im zweiten Schritt dich committest dafür, jetzt dich wirklich endlich an die Hand nehmen zu lassen, dir helfen zu lassen, dir die Schritte, die Anleitungen, damit es eben auf dem kürzesten Weg möglich ist, damit du wirklich auf dem kürzesten Weg deinen Seelenberuf kreierst, damit du Klarheit bekommst, was ist deine Seelenaufgabe und dann alle weiteren Schritte gehen kannst. Ich vergleiche das auch immer gerne so, du hockst jetzt in einem Boot und bist auf der Suche nach deiner Seelenaufgabe. Und du hockst in einem Boot und dieses Boot schippert im See hin und her, sternenförmig, mal hier, dann nimmst du Impulse hier in der Gruppe von mir auf, dann nimmst du Impulse von irgendwelchen kostenfreien Webinaren auf, dann nimmst du Impulse auf, weil du in der Stadt unterwegs bist und siehst irgendwo im Bücherregal ein interessantes Buch, wow, das ist es, dann besuchst du mal wieder einen kostenfreien Kurs oder holst dir vielleicht irgendwo einen Kurs, der 100, 200, 300 Euro kostet und da guckst du da mal rein und guckst mal hier und da und dort und so schipperst du in deinem Boot sternenförmig im See rum. Und da ist das Ufer, das rettende Ufer, wo auch dein Herz und deine Seele stehen und rufen, hey, komm endlich hierher, hol dir endlich den Faden, du kannst dieses Ufer hier ganz rasch erreichen. Und das ist auch ein Commitment, dorthin zu kommen und das funktioniert einfach auf dem Weg, in dem du bereit bist, hallo liebe Adelind, guten Morgen, in dem du bereit bist, dich wirklich auch an der Hand nehmen zu lassen, dass das auf dem kürzesten Weg auch geht, auch für dich und deshalb dieses Beispiel, das ich eben mit dir geteilt habe. Macht das Sinn für dich? Frag dich mal, macht das Sinn, dir dieses Navigationssystem jetzt endlich an die Hand zu nehmen? Dass du da mal hinkommst und aufhörst, auf dem Boot rumzuschippern und hier und da und dort guckst. Schau mal, in 3 Wochen nur hat die Dame, du wirst sie mit Sicherheit demnächst sie auch in der Gruppe kennenlernen, aber im Moment noch undercover, ich darf den Namen noch nicht nennen, wer es ist, aber wie rasch hat sie jetzt ihren Seelenplan entdeckt? Und wie viele Jahrzehnte durften vergehen, wo sie auf der Suche war oder mussten vergehen? Und schau mal, wie lange bist du schon auf der Suche nach deinem Seelenplan? Wie lange versuchst du schon dies und jenes und da und das oder schleichst hier auch vielleicht um mich in der Gruppe oder beobachtest mich schon seit einer Weile und überlegst und überlegst und überlegst. Du kannst es auch einfacher haben. Das ist definitiv auch für dich möglich. Ich weiß, dass ich dich da zu 100% unterstützen kann. Und deshalb wollte ich das jetzt einfach mal zu deiner Ermutigung hier mal mit dir teilen. Lausch mal in dich hinein. Wie lange willst du noch wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen lassen? Wie lange willst du noch metaphorisch gesprochen auf dem Boot, auf dem See rumschippern und dir hier und da Aspekte holen, die letzten Endes nicht wirklich das Navigationssystem sind, dass du endlich da, wo du jetzt stehst, abgeholt wirst und endlich in einem kurzen Zeitraum da ankommst, wo du wirklich hin willst, in dein ideales Leben, das ganz deinem Herzen entspricht und wo du genau das tagsüber machst, was deinem Herzen entspricht, was deiner Seelenaufgabe entspricht. Das ist Selbstverwirklichung. Das ist selbstbestimmt zu leben. Das ist ein Mehrwert für diese wunderbare Welt zu sein. Das ist ein Mehrwert zu stiften für diese wunderbare Welt. Das ist Spuren zu hinterlassen. Das ist der große Beitrag zu Weltfrieden und zur Heilung von Mutter Erde.
und zu einem höheren Selbstbewusstsein. Das ist der Beitrag zu Weltfrieden, wenn jeder das macht, was ihm am Herzen liegt. Jeder, stellt euch das mal vor, jeder lebt seine Seelenaufgabe, kreiert seinen Seelenberuf. Wie ist derjenige mit sich im Frieden? Was sendet er aus? Da fängt der Seelenfrieden, der Weltfrieden an. Der fängt beim eigenen Seelenfrieden an. Was ist das für ein Miteinander? Was ist das für ein selbstbewusstes Leben? Weil da das Bewusstsein auch weiter entfacht wird. Zur Heilung von Mutter Erde und zu unserer Umwelt beizutragen. Weil das sind doch auch Dinge, die du willst. Okay. Wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt auch mal gerne mehr Klarheit haben, meine Liebe. Ich poste dir einen Link jetzt hier noch rein. Dann komm zu mir in eine Durchbruchsession. Dann schauen wir, was genau in welchem Zeitraum für dich auch möglich ist. Den Link findest du gleich hier in der Gruppe. Okay? Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.